Hallo alle miteinander. Mein Name ist Marcel und heute beantworten wir eine sehr wichtige Frage. Welche Farbe hat meine Unterhose? Nein, nicht die! Jetzt aber mal im Ernst. Viele Leute stellen sich die Frage, wie viel Geld sie für ein Grafiktablet ausgeben müssen und welche Art von Tablet sie sich kaufen sollen. In diesem Video will ich euch ein bisschen beraten und drei verschiedene Arten von Tablets zeigen, die es so gibt und wo ihre Stärken und wo ihre Schwächen liegen. Zwei Tablets, die in diesem Video vorkommen, habe ich selbst gekauft und eins habe ich geschenkt bekommen, also blende ich hier ganz fett Produktplatzierung ein. Natürlich habe ich kein Geld für dieses Video bekommen, meine Meinung ist also nicht gekauft, ich habe lediglich ein Tablet geschenkt bekommen. Ich werde euch die positiven und negativen Seiten aufzählen, ich bin nicht voreingenommen, keine Angst. Also dann fangen wir mit dem simpelsten und günstigsten von allem an, dem regulären Grafiktablet ohne Display. Diese Art von Tablet kennt wahrscheinlich jeder von euch. Einfach nur eine Fläche zum Draufmalen mit einem Stift. Solche Tablets gibt es schon für 30 Euro aufwärts. Das ist das Beginner-Tablet schlechthin. Ich hatte schon das ein oder andere Tablet dieser Art und ich würde mal sagen, die sind alle ziemlich ähnlich. Es ist aber echt etwas schwierig, hier das Gefühl fürs Zeichnen zu bekommen. Du zeichnest ja quasi blind, also ohne auf den Stift zu schauen, während du zeichnest. Ich habe zwar schon ein bisschen dafür gebraucht, aber mit der Zeit hat man sich daran prima gewöhnt. Hier sind zum Beispiel ein paar digitale Zeichnungen, die ich mit dieser Art von Tablet gemacht habe. Das wäre eine persönliche Empfehlung von mir. Kauft diese Art von Tablet, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob digitales Zeichnen überhaupt was für euch ist. Ich kenne Leute, die haben sich für einen vierstelligen Betrag ein riesen Display-Tablet geholt und dann gemerkt, ha, das ist ja ganz cool, aber eigentlich zeichne ich dann doch lieber auf Stift und Papier. Es ist anfangs echt holprig, aber ich würde mal sagen, damit kann man zumindest mal sehen, ob man überhaupt auf digitales Zeichnen umsteigen will. Außerdem hat mir die Firma Huion so ein Tablet gesendet und gesagt, ich soll es Ende Mai an meine Instagram-Follower verlosen, aber das darf ich ja noch gar nicht sagen. Also hier meine persönliche Pro- und Kontraliste zu dieser Art von Tablet. Diese Art von Tablet ohne Display sind wirklich günstig, so ziemlich jeder kann sich so eins kaufen. Übrigens habe ich auch mitbekommen, dass Cold Mirror mit so einer Art von Tablet gezeichnet hat. An den meisten Dingern sind genug Shortcut-Buttons dran und du brauchst nur ein Kabel, um das Ding zum Laufen zu bringen. Und mit so einer Art von Tablet hast du wahrscheinlich auch kein Parallax-Problem. Allerdings wird bei so günstigen Tablets nie wirklich großartig Variation in der Druckstärke drin sein. Ansonsten tut es, was es soll. Aber Marcel, was ist denn Parallax? Tja, mein lieber, Thorsten. Du heißt jetzt ab sofort Thorsten. Das zeige ich dir im nächsten Beispiel. Das eben war nämlich die günstigste Art von Grafiktablet, die man sich zulegen kann. Jetzt zeige ich die teuerste Art von Grafiktablet. Diese Art von Grafiktablet ist selbsterklärend. Einfach nur ein gigantischer Bildschirm, auf dem man malen kann. Diese Art von Tablet seht ihr meistens bei den ganzen Animationsstudios. Zum Beispiel bei Disney haben die ganzen Animatoren diese Art von Tablet bei sich rumstehen. Hier kannst du von 300 bis 3000 Euro alles ausgeben und ab hier wird's auch ein bisschen knifflig. Ich habe mir früher ein relativ billiges Display-Tablet für so 600 Euro von Huion gekauft, weil, naja, ich wollte nicht mehr als 600 Euro ausgeben. Wenn ihr euch nicht auskennt, dann wisst ihr das vielleicht nicht, aber es gibt diese Tablets mit und ohne eigene Betriebssysteme. Manche Display-Tablets sind also praktisch ein eigener Computer, so wie ein herkömmliches Tablet, aber die meisten Grafiktablets und Bildschirmen müssen immer noch an einen Computer angeschlossen werden. Letzteres gefällt mir auch besser, denn ich möchte einen Computer haben, an dem ich arbeite, nicht mehrere. Die billigen Versionen von diesen Display-Tablets haben meistens das offensichtliche Problem, keine Express-Keys oder Shortcut-Buttons. Du musst also entweder mit den beiden Express-Keys am Stift zurechtkommen oder du machst es wie ich und hast konstant eine Tastatur auf dem Schoß, was auch ziemlich nervt. Ich habe mit diesem Display-Tablet übrigens beide Trailer von Myth animiert und wie ihr gesehen habt, ging das tatsächlich ganz gut. Im Making-of sieht man ja, wie ich am Trailer mit diesem Tablet arbeite. Das Making-of ist oben rechts verlinkt. Ich bin bei diesem Tablet hin und her gerissen. Es braucht einen extra HDMI-Eingang und extra Strom, hat keine Express-Keys und ganz ehrlich, die Druckstärke ist auch nicht so der Hammer. Aber es hat getan, was es sollte. Man konnte drauf zeichnen und es hat schön viel Platz. Und je mehr Geld ihr für so ein Bildschirm-Tablet ausgebt, desto mehr Probleme fallen weg. Cintiqs haben zum Beispiel Express-Keys und geile Druckstärke, aber kosten auch dementsprechend. Sagen wir mal, für ein typisches Anime-Cell-Shading und Animation hat es bei mir voll und ganz gereicht. Ich bin zufrieden mit dem Ding und ich bin ehrlich gesagt auch mit den Sachen zufrieden, die ich damit auf die Reihe bekommen habe. Allerdings gibt es da noch das zuvor angesprochene Parallax-Problem. Du hältst die Klappe!
Gut, jetzt so ab. Viele Displays haben dieses Parallax-Problem, dass der Mauszeiger einfach ein paar Millimeter neben dem Stift rumhängt. Das ist beim Leinen ultra nervig. Man kann aber mit den Einstellungen etwas entgegenwirken, dass es wieder etwas genauer sitzt. Ganz bekämpfen kann man es allerdings nie, man muss also immer ein bisschen damit leben. Außerdem habe ich einige meiner Künstlerkumpels nach ihrer Meinung gefragt und die meisten meinten, dass du selbst bei den teuersten Tablets immer etwas Parallax haben wirst. Ich bin also nicht der einzige Mensch auf dieser Welt, der sich mit diesem Parallax-Problem einigermaßen anfreunden kann. Auch hier nochmal meine persönlichen Pros und Kontras, was Display-Tablets angeht. Man kann mit den Dingern frei arbeiten, denn man hat massig Platz. Und auch wenn es dumm klingt, es macht um einiges mehr Spaß. Direkt auf dem Bildschirm zu zeichnen ist nochmal eine ganz andere Liga und ich würde diesen Punkt hier nicht dazu schreiben, wenn es nicht wirklich einen großen Unterschied machen würde. Ich glaube persönlich auch, dass diese Art von Tablet sehr leicht für Anfänger ist, da man direkt auf dem Ding draufmalen kann. Man malt also nicht blind, so wie bei den anderen Tablets. Nur, ob man sich als Anfänger schon direkt so ein riesen Ding kaufen möchte, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Und ja, ich benutze das Ding tatsächlich auch als ganz normalen Computerbildschirm. Es ist genauso groß, es hat dieselbe Auflösung, warum also nicht? Für mich ein echter Nachteil sind die ganzen Stecker. Du brauchst HDMI, USB und Strom für das Ding. Bei manchen Display-Tablets ist das Parallax schon ultra nervig, da kommt es eben auf das Modell an, das man sich zulegt. Und wie gesagt, die ganzen Shortcut-Buttons fehlen bei günstigen Modellen. Das heißt, wenn du dir ein günstiges Modell zulegst, sitzt du leider mit einer Tastatur auf dem Schoß da. Es gäbe da allerdings noch so mehr oder weniger die dritte Art von Tablets. Zumindest würde ich sie als eine dritte Art einstufen. Version 3 ist nämlich praktisch eine Mischung aus beiden. Das Tablet hier habe ich am Anfang schon erwähnt, das habe ich zugeschickt bekommen. Das ist das einzige Tablet in diesem Video, das ich nicht von meinem eigenen Geld gekauft habe. Das Canvas 13 ist praktisch eine Mischung aus beidem. Es ist leicht und handlich wie ein reguläres Tablet, hat aber einen Bildschirm, auf dem du direkt zeichnen kannst. Das Ding ist praktisch wie ein iPad oder ein normales Tablet, mit dem Nachteil, dass du halt einen Computer anschließen musst und es HDMI, USB und Strom braucht. So ein Tablet hatte ich vorher selbst noch nie, deswegen war ich ja auch gespannt, was daran positiv und negativ ist. Sekunde, wir ziehen die Folie zusammen ab. Wo waren wir nochmal stehen geblieben? Ach ja, genau, ha, Review. Ja, genau, machen wir damit weiter. Wie gesagt, ist das Tablet extrem schön und handlich. Ich habe selten so ein schmales Bildschirmtablet gesehen. Außerdem ist der Kickstand nicht angeschraubt, sondern du kannst das Tablet jederzeit davon runternehmen. Das finde ich ziemlich cool, das war bei dem großen Bildschirm beispielsweise nicht so. Der Stiftedruck ist wirklich beeindruckend. Der Stift an sich braucht keine Batterie, das Papierfeeling ist genau wie auf der Website beschrieben, obwohl ich persönlich immer gerne eine Schutzfolie drauf habe. Und ein paar Express-Keys hat das Ding auch. Also, wo ist der Haken? Mein Hauptproblem ist einfach nur, dass es auf einem derartig kleinen Bildschirm auch alles, naja, dementsprechend klein ist. Hier mal der Vergleich zwischen dem großen und dem kleinen Display-Tablet. Ja, das ist schon ziemlich krass. Darauf zu arbeiten, ist also schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn wir jetzt aber nur von einem zeichnerischen Aspekt über dieses Tablet reden, dann funktioniert es 1A. Wie gesagt, der Stiftedruck hat mich echt überrascht und die Shortcuts sind auch sehr, sehr willkommen. Auch wenn ich nie verstehen werde, welcher Vollidiot auf die Idee gekommen ist, den Ausschalter direkt über die Shortcuts zu legen. Oh, nicht schon wieder! Mir war diese Art von Tablets ehrlich gesagt neu. Eine Mischung aus einem normalen, handlichen Tablet und einem Display-Tablet, auf dem man direkt draufmalen kann. Die Idee dahinter ist schon ziemlich cool. Und das, obwohl ich denke, dass es auf der Website etwas falsch beworben wird. Das Ding braucht HDMI, USB und Strom. Wie soll man da draußen zeichnen wie auf dieser Werbung hier? Ach, ich liebe es, hier in der Natur zu zeichnen, mitten im Grünen, schönes Wetter, mit meinem Laptop, meinem handlichen Grafiktablet und 3 Kilometer Verlängerungskabel, damit das Ding auch Strom bekommt. Trotzdem ist Handlichkeit ein ziemlich fetter Pluspunkt bei dem Ding. Sich auf seinen Stuhl zurücklehnen zu können, in einer Hand ein Tablet zu halten und in der anderen einen Stift, diese Position fühlt sich schon fast so ein bisschen an, als würde man auf seinem Skizzenbuch zeichnen. Ich weiß, ihr wartet alle aufs Fazit, also hier ist es. Günstiger als ein gigantisches Display-Tablet ist das Teil allemal. Und dass es handlich ist, habe ich euch ja gerade gesagt. Die Shortcut-Buttons auf der linken Seite sind auch unfassbar willkommen, weil die haben mir nämlich sehr gefehlt bei meinem großen Display-Tablet. Ich möchte es jedem nochmal ins Gedächtnis rufen, knapp über 30 cm Bildschirmdiagonale sind ziemlich klein für einen Computerbildschirm. Dieses Tablet gibt es zugegeben auch in Größe, aber dann kann man sich auch genauso gut ein Display-Tablet kaufen. Dann ist der Pluspunkt mit der Handlichkeit nämlich wieder weg.
Wie am Anfang erwähnt, Parallax-Probleme gibt es wahrscheinlich bei jedem Display-Tablet und hier ist es auch nicht anders. Ich habe allerdings so lange an den Einstellungen rumgeschraubt, dass es bei mir fast weg ist. Aber auch nur leider fast. Ich hoffe, diese kleine Beratung hat euch geholfen. Das Wichtigste ist natürlich immer, dass egal wie viel Geld ihr für ein Tablet ausgebt, Geld ersetzt zeichnerisches Können nicht. Ihr könnt die teuersten Tablets kaufen wie die von Disney oder bei Pixar, aber das heißt noch lange nicht, dass ihr genauso gut zeichnet wie die Leute bei Disney oder bei Pixar, sondern einfach nur, dass ihr dasselbe Tablet habt wie diese Leute. Übrigens habe ich mich mit dem Tablet-Hersteller Huion in Verbindung gesetzt und habe ein bisschen verhandelt. Das bedeutet, dass alle meine Abonnenten das gerade gezeigte Tablet für knapp 70 Euro billiger bekommen. Unten in der Videobeschreibung steht das alles nochmal im Detail und keine Angst, ich mache das nicht eigennützig. Ich bekomme keinen Cent davon, wenn ihr euch über diese Links ein Grafiktablet kauft. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Man sieht sich da beim nächsten Video hier auf meinem Kanal Drawing Like a Sir. Mein Name ist Marcel und ich gehe jetzt noch ein paar Folien abziehen. Und dann, wenn soll ich schreien oder? Nee, kannst du so, ich okay. Leg das ja drüber. Ja. Ah! Muss ich wirklich schreien? Die Idiot schon wieder. Weil du so normal am Zeitung lesen, dass. Ah! Angriff!